Ja, Shalom, liebe Geschwister und gottesreichen Segen im Namen des Herrn Jesus Christus. Willkommen zu einer weiteren Folge der Serie Das Buch der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel. Und da wollen wir uns heute im zweiten Teil beschäftigen mit den sieben Posaunen, Abaddon und der Schlüssel Davids. So lautet der Titel der zweiten Folge. Letztes Mal haben wir uns ja mit den sieben Siegeln beschäftigt, die das Lamm Gottes Jesus Christus brechen wird. Und ich bin der Meinung, dass das erste Siegel noch nicht gebrochen wurde und dass es auch sehr stark mit Daniel 8 zusammenhängt, aber darauf werden wir wahrscheinlich noch in Bibel Crashkurs 2020 genauer eingehen. Kommen wir auf jeden Fall zu unserem heutigen Thema, den sieben Posaunen, und wir fangen auch direkt an mit der ersten Posaune. Offenbarung 8 ab Vers 6, da heißt es: Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, in die Posaune zu stoßen. Und der erste Engel stieß in die Posaune, und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen, und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Der dritte Teil der Bäume verbrannte, das heißt, dass ein Drittel der Bäume weltweit wahrscheinlich verbrennen wird. Und ja, wenn wir uns die Weltbrände anschauen in Australien, dann kriegen wir einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns noch erwartet. So heißt es in einem Artikel vom 25. Februar: Feuerkatastrophe in Australien. Weltrekord beim Waldbrand. Ein Fünftel der Bäume sind inzwischen verbrannt, zeigen Studien. Kein Land weltweit hat solche Schäden. Und es brennt immer weiter. Und das wird auch in der Endzeit der Fall sein, nur halt in einem globalen und größeren Ausmaß. Das heißt, die erste Posaune bringt auf jeden Fall nichts Gutes, so wie keine der Posaunen, bis auf... Naja, dazu kommen wir noch zur siebten Posaune. Und das ist auch etwas, was bei der siebten Plage in Ägypten geschehen ist, mit dem Hagel. Denn im zweiten Buch Mose, Kapitel 9, ab Vers 18 heißt es: Siehe, ich will morgen um diese Zeit einen sehr schweren Hagel fallen lassen, wie er in Ägypten bisher nicht gewesen ist, seit der Zeit, da es gegründet wurde, bis jetzt. Ja, bis jetzt. Aber der Hagel, der in der Endzeit kommen wird, wird erheblich größer sein als Ägypten, weil er vor allem global sich auswirken wird. Also auch hier sehen wir die siebte Plage in Ägypten, ein Teil auch der Plagen der Endzeit. Und auch im Psalm 18, Vers 14 heißt es: Denn dann donnerte der Herr in den Himmeln, der Höchste ließ seine Stimme erschallen, Hagel und Feuersglut. Und auch das sehen wir ja hier oben, dass bei der ersten Posaune Hagel und Feuer mit Blut vermischt entstehen wird. Und Blut, ja, das ist natürlich nur möglich, wenn irgendetwas stirbt oder geschädigt wird, was lebendig ist, also Tiere und Menschen, denn Bäume können natürlich nicht bluten. Wir sehen also, die Natur wird erheblichen Schaden davontragen, denn so wie die Menschen die Natur kaputt gemacht haben, so werden wir noch sehen, dass auch die Menschen genauso bestraft werden. Wir kommen direkt zur zweiten Posaune, und ich kann schon mal hinzufügen, die fünfte Posaune, da gibt es sehr viele Missverständnisse, und da bin ich mal gespannt, wie ihr das Ganze dann interpretieren werdet. Zunächst die zweite Posaune, da heißt es in Offenbarung 8 ab Vers 8: Und der zweite Engel stieß in die Posaune, und es wurde etwas wie ein großer, mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen, und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut, und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb, und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Ja, dass sich das Meer zu Blut verwandelt oder Wasser zu Blut verwandelt, kennen wir ebenfalls aus Ägypten, als Moses dies getan hat, als er seinen Stab in den Nil getan hat. Und wir sehen auch etwas geschrieben, hier steht auch, dass das Wasser, die Geschöpfe im Meer und auch die Schiffe zugrunde gehen werden, jeweils ein Drittel. Und ich persönlich gehe davon aus, dass hier in der zweiten Posaune auch der Untergang der Hure Babylon sozusagen vonstatten geht. Wir lesen zunächst mal im Alten Testament in Jeremia 51, Vers 13: Die du an vielen Wassern wohnst und viele Schätze hast, dein Ende ist gekommen. Und das kommt uns natürlich aus dem Buch der Offenbarung sehr bekannt vor. Auch die Hure Babylon wohnt hier an vielen Wassern. Deswegen, viele Christen sind sich nicht bewusst leider,
dass im Alten Testament viel mehr über die Hure Babylon und den Antichristen und so weiter steht, als im Buch, im Alten Testament mehr darüber steht, als im Buch der Offenbarung. Man muss halt nur wissen, wo es steht. Also wir sehen, die an vielen Wassern wohnt, wird hier berichtet in Jeremia 51. Und jetzt schauen wir uns mal den Untergang der Hure Babylon an. Laut Offenbarung 18 ab Vers 1, da heißt es, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure Babylon zeigen, die an vielen Wassern sitzt. Es ist dieselbe Stadt wie in Jeremia 51. Denn in einer Stunde wurde dieser große Reichtum verwüstet. Und jeder Kapitän und die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind, und die Matrosen und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen von fern und riefen, als sie den Rauch ihrer Feuerbrunst sahen, wer war der großen Stadt gleich, in der alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, reich gemacht worden sind durch ihren Wohlstand. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, wie ein großer Mühlstein, und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Und wir lesen ja hier bei der zweiten Posaune in Offenbarung 8, dass einer mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen wird, woraufhin das Meer zu leiden hat und auch die Schiffe. Und auch hier sehen wir dasselbe in Offenbarung 18 am Ende. Da wird nämlich ein Mühlstein auf die ins Meer geworfen, und zwar die Hure Babylon wird dadurch auch vernichtet, deswegen sehe ich hier ein paar Zusammenhänge. Wir wissen letztendlich, der Antichrist wird auch die Hure Babylon besiegen, damit er dann als Held dastehen kann. Dazu werden wir in einem anderen Teil kommen. Auf jeden Fall sehen wir hier, denke ich, mit der zweiten Posaune auch den Untergang der Hure Babylon. Wir kommen weiter mit der langweiligsten Posaune, weil da gibt es nicht so viel zu erzählen. Offenbarung 8 ab Vers 10. Und der dritte Engel stieß in die Posaune, da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wermut, und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut, und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Nun, vielleicht kennen wir ja noch den Propheten Elisa, der hatte auch mal einen Brunnen, der vergiftet wurde, und er hat ihn wieder rein gemacht. Und am Ende ist es allerdings so, dass auch hier das Wasser, die Wasserquellen, sehr hart betroffen werden. Wieder ein Drittel wird wieder zugrunde gehen, und viele Menschen werden dabei auch sterben, wenn diese dritte Posaune geschallt wird und die Posaune gelöst wird sozusagen. Und Bitterkeit ist etwas, was natürlich in der Endzeit auf jeden Fall auch stattfindet. Wir sollen nämlich etwas nicht tun, etwas, was Gott heilig, gerecht und gut bezeichnet, sollen wir nicht als ungerecht oder schlecht bezeichnen. Leider machen das viele Christen mit den Geboten Gottes, die sagen, das alles abgeschafft, brauchen wir nicht zu halten, und jeder, der die Gebote Gottes hält, ist verflucht. Kein Wunder, dass die Erde so ist, wie sie ist, bei solchen merkwürdigen antichristlichen Auslegungen. In Jesaja 5, Vers 20 und in Jeremia 4, Vers 18 heißt es, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Denn dein Wandel und deine Taten haben dir das eingetragen, deine Bosheit ist schuld daran, dass es nun so bitter steht, dass es dir bis ans Herz dringt. Das heißt, der Wandel der Menschen, der nimmt ja in der Endzeit natürlich Überhand im negativen Sinne. Jesus sagte auch, dass die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, und deswegen wird die Liebe in vielen erkalten. Und das ist auch hier so, die Taten, die sprechen nicht mit dem überein, wie Gott sich das vorstellt, besonders bei seinem Volk. Denn Gott will dort einen Willen für sein Volk, dass wir seine Gebote halten. Und die Christen oder das Christentum im traditionellen Sinne haben ja die Gebote Gottes alle aus dem Fenster geworfen. Die feiern jetzt Weihnachten, Osterhasenfest und Halloween teilweise vielleicht und gehen Sonntag in die Kirche und essen Schweinefleisch, obwohl es Feste und Gebote Gottes gibt, die wir halten und feiern sollen. Aber davon will niemand wissen. Und deswegen nennen sie Böses, nämlich die Gesetzlosigkeit, gut. Endlich, das Gesetz ist abgeschafft. Und sie nennen Gutes, nämlich das Gesetz Gottes, böse. Paulus sagte, das Gesetz Gottes ist heilig, gerecht und gut. Die Gesetzlosigkeit ist böse, aber einigen Christen, leider, da ist irgendwie Hopfen und Malz verloren. Das kann man dir noch so oft mit so vielen Bibelversen erzählen. Leider verstehen sie es bis heute nicht. In der Endzeit mögen sie dann die Erkenntnis bekommen.
Wir kommen damit zum vierten Engel, der in die Posaune stößt. Ab Vers 12 heißt es, der vierte Engel stieß in die Posaune. Da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht habe und die Nacht in gleicher Weise. Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Hier kündigte der Engel auf jeden Fall am Ende schon mal an. Also wenn ihr denkt, jetzt ist vorbei, wartet ab, die fünfte und sechste Posaune vor allem. Die schauen wir uns gleich auch noch an, denn die haben es wirklich in sich. Wie wir gleich sehen werden, auf jeden Fall die Sonne, der Mond, ein Drittel davon wird verfinstert. Ob jetzt ein gewisser Teil der Sonne oder des Mondes nicht mehr leuchten oder die tatsächlich verkleinert werden durch irgendwelche übernatürlichen Phänomene, wie auch immer, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall lesen wir das auch schon im Alten und Neuen Testament. In Joel 3, Vers 4 heißt es, die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Ja, wenn die Sonne zur Finsternis verwandelt wird, was haben wir dann? Eine Sonnenfinsternis. Wenn der Mond in Blut verwandelt wird, was haben wir dann? Ein Blutmond. Da braucht man eigentlich nur die Worte zusammen tun. Ja, das haben wir auch schon in den letzten Jahren öfters mal mitbekommen. Sonnenfinsternis, Blutmond, in der Endzeit wird dasselbe geschehen. Das sagt auch Jesus, der Messias, in seiner berühmten Endzeitrede in Matthäus 24. Er sagte ab Vers 29, bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Also auch im Himmel werden Zeichen geschehen, die man auf jeden Fall mitbekommen wird. Und wir sind ja auch oben, nicht nur die Sonne wird verfinstert, Mond verfinstert, sondern auch der dritte Teil der Sterne wird geschlagen und verfinstert werden. Das sagt auch Jesus, Sonne, Mond und auch Sterne, da werden Zeichen geschehen. Und Sterne werden vom Himmel gefallen, werden vom Himmel fallen. Und Sterne sind ja auch Symbole für Engel. Und wir haben ja bereits im ersten Teil gesehen, dass Engel auf jeden Fall auf die Erde kommen werden. Nicht nur Satans gefallene Engel, sondern wie wir auch noch sehen werden in diesem Video, die Engel Gottes. So viel dazu und jetzt schauen wir uns mal die wahrscheinlich umstrittenste Posaune der sieben Posaunen an, nämlich die fünfte Posaune. Und da habe ich auch schon viel Zeug gehört, aber wir schauen uns mal an, was die Bibel sagt. In Offenbarung 9, Vers 1 heißt es, und der fünfte Engel stieß in die Posaune und ich sah wieder einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Und es wurde ihm, dem Stern, also es ist ein Engel, es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben und er öffnete den Schlund des Abgrunds und ein Rauch stieg auf und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde und es wurde ihnen, den Heuschrecken, Vollmacht gegeben. Und hier sehen einige, dass hier Satans Engel auf die Erde kommen, die dann den Menschen Schaden zufügen. Auf jeden Fall bekommen diese Engel Vollmacht. Und dass dieser eine Stern, der vom Himmel auf die Erde fällt, kein Stern ist, wird deutlich, wenn es hier heißt, ihm, diesem Stern, wurde ein Schlüssel gegeben. Also wie will man einem Stern, Kometen, wie auch immer, einen Schlüssel in die Hand geben? Ihm. Deswegen, es geht in der Tat hier um einen Engel, der einen Schlüssel bekommt und den Abgrund öffnet. Und dann kommen Heuschrecken heraus. Dass das keine richtigen Heuschrecken sind, werden wir gleich sehen. Wir schauen erstmal, was diese Wesen, sage ich mal, machen. Denn ab Vers 4 heißt es weiter, und es wurde ihnen gesagt, den Heuschrecken, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten 5 Monate lang gequält werden. Das machen also diese Wesen, die aus dem Schlund des Abgrunds herauskommen, die als Heuschrecken bezeichnet werden, mit Heuschrecken symbolisiert werden, auch wenn es keine Heuschrecken sind. Und sie werden nicht der Natur, nicht dem Meer, nicht dem Gras, nicht den Bäumen schaden. Sie werden nur den Menschen schaden, die noch nicht das Siegel Gottes haben. Denn wir wissen ja, wen der Herr züchtigt, den liebt er, wie ein Vater den Sohn züchtigt, an dem er wohlgefallen hat, laut Altem Testament. Und das wird auch geschehen. Es sind die letzten Warnungen, bevor der Herr kommt. Und wer dann nicht
hören will, der muss fühlen, und wer dann immer noch nicht hören will, nachdem er gefühlt hat, der muss sterben. Klingt alles so hart, aber ich bin ja hier auch nicht im Musikantenstadl, deswegen werde ich euch das so präsentieren, wie es halt Fakt ist. Es ist nun mal die Apokalypse Endzeit Harmageddon. Und nicht umsonst ist fast die meisten Prophezeiungen der Bibel bezieht sich auf die Endzeit. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie diese Gestalten aussehen. In Offenbarung 9, Vers 7 heißt es über diese, in Anführungsstrichen, Heuschrecken. Und die Gestalten der Heuschrecken glichen Pferden, die zum Kampf gerüstet sind. Und auf ihren Köpfen trugen sie etwas wie Kronen, dem Gold gleich, und ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter. Und sie hatten Haare wie Frauenhaare, und ihre Zähne waren wie die der Löwen. Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. Ja, mit diesen Wesen möchte man sich natürlich lieber nicht anlegen. Jetzt könnte man sagen, ja, das sind Satans Engel, wie die schon aussehen, uah, total wie Horrorfilm oder wie bei Herr der Ringe, diese bösen Typen da. Auf jeden Fall. Wir schauen mal weiter, denn es sind hier tatsächlich keine Engel des Teufels, gefallene Engel, diese Heuschrecken, sondern es sind Engel Gottes, die den Willen Gottes tun und die Menschen züchtigen im Namen des Herrn. Dazu schauen wir in Offenbarung 9, Vers 1 nochmal. Da heißt es ja, wie wir gesehen haben: Ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm, dem Engel, den Schlüssel zum Abgrund ge des Abgrunds gegeben, und er öffnete den Schlund des Abgrundes. Und das ist ja etwas Erstaunliches. Einige sagen, dieser Engel, der den Schlund zum Abgrund öffnet, der öffnet ja was Schlechtes, meinen sie. Deswegen ist dieser Engel ein Engel des Teufels. Aber wir schauen mal, was dieser Engel, der den Schlüssel zum Abgrund hat, am Ende der Zeit macht. So heißt es nämlich in Offenbarung 20, Abvers 1: Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand, und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund, den dieser Engel zuvor aufgeschlossen hat, und danach wird er ihn wieder zuschließen, wenn der Satan drinne ist. Das heißt, der Engel, der den Abgrund aufmacht, ist kein böser, gefallener Engel des Teufels, sondern ein Engel Gottes. Und wenn wir hier sehen, der Schlüssel zum Abgrund, der aufgetan wurde, wir lesen in Jesaja 22, Vers 22 über den Schlüssel Davids folgendes: Ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, so dass, wenn er öffnet, niemand zuschließen kann, und wenn er zuschließt, niemand öffnen kann. Und genau das tut der Engel, der am Ende den Abgrund aufmacht. Niemand kann den Schlund zum Abgrund aufmachen, außer derjenige, der den Schlüssel Davids hat. Und niemand kann diesen Abgrund wieder schließen, es sei denn, er hat den Schlüssel Davids. Dieser Engel, der den Schlüssel Davids hat, den hat er bekommen nicht von Satan, sondern wir schauen mal, wer diesen Schlüssel hat. Offenbarung 3, Vers 7: Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige. Nämlich im Kontext sehen wir, Jesus Christus sagt das. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, so dass niemand zuschließt, und zuschließt, dass niemand öffnet. Wie in Jesaja 22, Vers 22. Jesus hat also den Schlüssel zum Schlund des Abgrundes. Er gibt in diesen Schlüssel einen Engel, der wiederum öffnet den Schlund zum Abgrund, wo andere Engel herauskommen, die dann im Auftrag Gottes die Menschen züchtigen. Und dann wird dieser Engel auch wieder den Abgrund zuschließen, nachdem der Satan dort gelandet ist. Deswegen, man darf das nicht verdrehen, man darf nicht die Engel des Teufels zu Engeln Gottes machen und nicht aus den Engeln Gottes Engel Luzifers. Also, das ist eine gefährliche Herangehensweise. Wir lesen ja oder haben ja gelesen in Offenbarung 9, Vers 3: Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde, und es wurde ihnen Vollmacht gegeben. Nun, diese Heuschrecken. Wir wissen ja, es gibt in der Bibel reine Tiere und unreine Tiere, und Heuschrecken sind reine Tiere. Johannes der Täufer hat auch Heuschrecken zum Beispiel gegessen, und das ist keine Sünde, auch wenn es vielleicht heute natürlich den meisten jetzt nicht so gut auf den Teller passt. Aber es gibt ja in diesem Abgrund auch noch einen Fürst oder einen Engel dieses Abgrundes, denn wir lesen in Offenbarung 9, Vers 11: Sie haben, also diese Heuschrecken, die aus dem Abgrund kommen, einen König über sich, nämlich den Engel des Abgrundes. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon. Und die meisten sagen, ja, dieser Engel, dieser Abaddon, der hat ja so gefährliche Engel da mit sich, und der wird die Menschen quälen, das muss ja vom Teufel sein. Aber dieser Engel,
Der ist ja der Anführer der Engel Gottes, die dann diese Befehle ausführen. Das heißt, Abaddon ist auf der Seite Gottes, nicht auf der Seite des Teufels. Und dass unreine Tiere auch mit unreinen Geistern und Engeln, gefallenen Engel des Teufels, in Verbindung gebracht werden. Das lesen wir zum Beispiel auch im Alten Testament in Sacharja 5, Vers 9, da heißt es: Und ich erhob meine Augen und schaute, und siehe, da kamen zwei Frauen hervor, und der Wind blies in ihre Flügel, denn sie hatten Flügel wie Störche, und sie hoben das Ehepaar empor zwischen Himmel und Erde. Hier geht es, wie wir deutlich gemacht haben in anderen Videos, auch um die Hure Babylon, die auch auf die Erde kommen wird und heute noch nicht da ist. Da braucht man nicht in den Vatikan zu schauen, auch wenn das die meisten tun. Wir sehen auf jeden Fall, diese Engel haben Flügel wie Störche. Störche sind unreine Tiere. Deswegen hier den Zusammenhang: unreine Tiere mit unreinen gefallenen Engeln. Offenbarung 16, Vers 13, da heißt es auch: Und ich sah aus dem Maul des Drachen, aus dem Maul des Tieres, des Antichristen, und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Auch hier wieder der Zusammenhang zwischen unreinen Geistern und unreinen Tieren, weil auch Frösche sind unrein. Aber die Engel, die aus dem Abgrund kommen und die Menschen quälen im Auftrag des Teufels, Quatsch, Entschuldigung, oh meine Güte, im Auftrag Gottes werden sie das vollbringen, diese Heuschrecken. Heuschrecken sind, wie gesagt, reine Tiere, deswegen sind es auch reine Engel, Engel Gottes, die vielleicht Buße getan haben dort in den Abgrund, wo sie eingesperrt wurden davor. In der Bibel heißt es auch im Neuen Testament, Jesus ist für die ganze Schöpfung gestorben, für diejenigen, die unter der Erde sind, für diejenigen, die auf der Erde sind und für diejenigen, die im Himmel gesündigt haben. Das steht im Neuen Testament. Deswegen haben auch Engel, theoretisch Luzifer auch, die Möglichkeit umzukehren, aber das wird eben nicht geschehen. Zumindest bei Satan wissen wir das. Wir kommen direkt damit zur sechsten Posaune, und da wird es auch nicht viel besser. In Offenbarung 9, Vers 13 heißt es nämlich: Und der sechste Engel stieß in die Posaune, und ich hörte eine Stimme, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte: Löse die vier Engel, die gebunden sind an dem Strom Euphrat. Und die vier Engel wurden losgebunden, den dritten Teil der Menschen zu töten. Und die Zahl des Reiterheers war 2 × 10.000 × 10.000, und ich hörte ihre Zahl. Also man kann sagen, viele werden kommen, und das lesen wir auch in anderen Texten im Neuen Testament. Da heißt es ja auch, dass die Zeit des Geheimnis der Gesetzlosigkeit am Start ist, bis diejenigen, die zurückhalten, nicht mehr zurückhalten. Und das sind hier diese vier Engel, die vier Winde auch, könnte man sie vielleicht bezeichnen. Aber auf jeden Fall sehen wir, dass es hier auch hier diesmal, wir haben gesehen, bei der fünften Posaune, da sollten die Menschen gequält werden, noch nicht getötet. Gott wollte, dass die Menschen Buße tun dadurch. Wir lesen gleich, dass es leider nicht sehr erfolgreich sein wird in der Endzeit bei den meisten. Aber beim sechsten Engel, bei der sechsten Posaune, werden die Menschen nicht mehr gequält, sondern sie werden dann auch getötet. Wie ich gesagt habe, wenn der Mensch nicht fühlt, wird er gequält. Wenn er nicht, dann auch immer noch nicht Buße tut, wird er getötet. Offenbarung 9, Vers 17. Wie sehen diese Wesen aus? Und so sah ich in dem Gesicht der Pferde und die darauf saßen, sie hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer, und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe, und aus ihren Mäulern gingen Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet, also durch Feuer, Rauch und Schwefel, und von dem Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihrem Mund hervorkamen. Ja, diese Wesen klingen jetzt auch irgendwie total böse: Löwenköpfe, Mäuler, Rauch, Feuer, Schwefel, Pferde und so weiter. Auch diese Wesen tun das im Auftrag Gottes. Und wir schauen mal, wie die Menschen darauf reagieren. Werden sie jetzt, wo diese Wesen kommen, endlich Buße tun oder nicht? Schauen wir uns mal an, Offenbarung 9, Vers 20. So geht es dann weiter direkt. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über ihre Werke der Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten. Sie beten also Dämonen an und tun immer noch nicht Buße und beten weiter Dämonen an. Wahrscheinlich irgendwelche gefallenen Engel, die dann auf Erden ihr Unwesen treiben. Und sie taten nicht Buße weder über ihre Mordtaten und
noch über ihre Zauberei, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Es sind also auch viele Mörder, die dann von Gott getötet werden, weil sie nicht Buße tun. Und Zauberei, okkulte Sachen, darauf steht ja laut Gesetz Gottes auch die Todesstrafe, wer irgendwelche Tote beschwört oder Hellseherei oder all sowas. Und diese Todesstrafe wird in der Endzeit durchgeführt und auch im Reich Gottes durchgeführt. Wer also meint, er könnte im Königreich des Messias irgendwelche Toten beschwören, der wird selbst tot sein. Und damit kommen wir jetzt zum siebten Engel, zur siebten Posaune und kommen in Offenbarung 11 hinein. Wir lesen dann in Vers 10 ebenfalls, was noch so ausgelöst wird von der sechsten Posaune. Dann die letzte Posaune, Offenbarung 11 ab Vers 15. Der siebte Engel stieß in die Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Das ist dann natürlich wiederum eine gute Nachricht, aber es geht noch ein bisschen weiter, nämlich in Vers 18 heißt es direkt danach: Und die Heidenvölker sind zornig geworden. Und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Wie gesagt, ich bin kein grüner Wähler, werde auch niemals die Grünen wählen. Natürlich ist es aber trotzdem gut, sich für die Schöpfung, sage ich mal, mit normalem Menschenverstand sich einzusetzen, weil die Menschen haben ja diese Schöpfung nicht gut behandelt. Weder die Menschen untereinander, noch die Menschen die Tiere, noch die Menschen die Schöpfung die Natur. Das wird ein Ende haben, weil Gott die verderben wird, die es gewagt haben, die Schöpfung Gottes zu verderben, egal ob Land, Wasser, Tiere, Pflanzen oder Menschen. Und ja, da wird auch die Heidenvölker werden zornig sein, aber wer will bestehen, wenn Gott der Allmächtige zornig wird? Niemand. Und es ist die letzte Posaune, diese siebte Posaune, und da geschieht ja auch noch was anderes Positives, denn Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 52: Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, zur Zeit der siebten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden unverweslich und wir werden verwandelt werden. Das bedeutet, dass bei der siebten Posaune, wir haben hier gelesen, die Toten werden gerichtet. Wir lesen auch hier, also das haben wir gelesen in Offenbarung 11, Vers 18 und wir lesen im 1. Korintherbrief, dass die Toten auferweckt werden. Aber wir werden, die wir gläubig sind, unseren Lohn bekommen. Wir werden nicht auferstehen zum Gericht oder sonst was, der uns in den Feuersee eventuell bringen könnte. Wir werden auferstehen zum ewigen Leben. Und wir lesen in Offenbarung 11, dann werden wir auch den Lohn bekommen. Die Heiligen, die den Namen Gottes fürchten, egal ob sie klein oder groß sind. Und so lesen wir das auch im 1. Korintherbrief 15, Vers 52, dass wir dann verwandelt werden zu unsterblichen Geistwesen. Wir werden den Engeln gleich sein. In der Hierarchie stehen wir zwar dann über den Engeln, weil wir nicht mehr sündigen können, im Gegensatz zu den Engeln, die dann immer noch sündigen werden und können. Ob sie es werden, weiß man nicht nach dem Königreich, aber theoretisch wäre es zumindest möglich. Ja, es gibt zu der ein oder anderen Posaune noch das ein oder andere zu sagen. Man könnte stundenlang über jede einzelne Posaune vielleicht reden. Besonders die fünfte Posaune hoffe ich, dass ich dem einen oder anderen vielleicht einen kleinen Denkanstoß gegeben habe, dass am Ende der Zeiten nicht die Menschen am Ende Satan praktisch ein falsches Bild bekommen und sagen, die Engel, die mich quälen, das sind Satans Engel. Nein. Gott will, dass die Menschen Buße tun und wie gesagt, wer nicht hören will, muss fühlen. Das war damals in Ägypten so, der Pharao hatte 10-mal die Möglichkeit gehabt, das Volk ziehen zu lassen, hat es nicht getan. Und wir wissen ja, wie es am Ende ausgegangen ist. Gott ist langmütig und hat Geduld. Deswegen hat er 10 Plagen geschickt und nicht 2 Plagen. Aber wir sehen, die Menschen wollen keine Buße tun, aber am Ende wird jeder ernten, was er gesät hat, es sei gut oder böse.
Ja, das war der zweite Teil der Serie Das Buch der Offenbarung, die sieben Posaunen Abaddon und der Schlüssel Davids. Wir werden uns im dritten Teil beschäftigen mit den sieben Zornschalen, denn die gibt es ja auch noch. Es gibt ja sieben Siegel, sieben Posaunen und sieben Zornschalen. Und diese sieben Schalen, die den Zorn Gottes auf die Erde ausgießen, werden wir uns dann im dritten Teil anschauen. Wir werden uns natürlich noch mit dem Antichristen beschäftigen, der Hure Babylon und so weiter, Step by Step. Und dann hoffen wir natürlich, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Und die Wahrheit war, ist und bleibt heute Morgen und in alle Ewigkeit der König der Könige, der Herr der Herren, der Messias und Sohn des allmächtigen Gottes, Yeshua HaMashiach, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch in seinem Namen.